Wanna teach Learning while reading by Dominik Wexenberger. Kapitel 14. Bauernhof. Text 1. Auf dem Bauernhof gibt es viele Tiere. Der Bauer und die Bäuerin haben zum Beispiel Hasen. Die Hasen sind sehr kuschelig und sehr süß. Auch gibt es Schweine. Die Schweine leben im Stall. Sie sind sehr intelligent. Ihre Haut ist rosa. Es gibt auch eine Kuhherde. Die Kühe geben Milch und sie geben Fleisch. Der Bauer hat einen Hund. Der Hund passt auf die Kühe und auf die Schafe auf. Er ist sehr klug und sorgt für Ordnung. Für seine Hilfe bekommt er einen Knochen. Das Pferd hilft auf dem Feld. Es ist sehr stark. Auf dem Bauernhof leben auch Hühner. Sie leben im Hühnerstall und legen dort ihre Eier. Der Bauer baut Getreide, Früchte und Gemüse auf seinen Feldern an. Im Herbst ist Erntezeit und der Bauer erntet das Getreide mit dem Traktor. Im Frühling, Sommer und Herbst hat der Bauer sehr viel Arbeit. Im Winter ruht er sich aus und bereitet sich für das nächste Jahr vor. Text 2. Auf vielen Bauernhöfen findet man Hunde. Hunde sind sehr freundliche und treue Freunde des Menschen. Hunde sind viel treuer als Katzen und viel treuer als Schweine. Und sie sind ziemlich intelligent. Sie sind intelligenter als Hühner. Und sie sind intelligenter als Enten. Hunde schlafen viel. Sie schlafen mehr als der Mensch. Ich mag Hunde. Ich mag sie mehr als Katzen. Ich finde, Hunde sind besser als Katzen. Sie sind mehr Freund als Haustier. Magst du Hunde? Oder magst du lieber Katzen? Welches Haustier findest du am besten? Hunde wohnen in einer Hundehütte und sie lieben frische Knochen. Oder sie wohnen mit uns im Haus. Man muss sie ein bisschen erziehen. Umso besser sie erzogen sind, umso mehr Spaß hat man mit ihnen. Hunde zu haben macht viel Spaß. Aber es ist auch viel Arbeit und viel Verantwortung. Text 3. Auf dem Bauernhof leben Kühe. Die Kuh ist sehr wichtig, denn sie gibt Milch und sie gibt Fleisch. Mit der Milch kann man viel machen. Man kann die Milch trinken oder man kann aus der Milch Käse und Butter machen. Das ist sehr lecker. Und mit dem Fleisch kann man auch sehr leckeres Essen machen. Kühe leben auf der Weide in einer Herde. Eine Herde besteht aus vielen Tieren. Kühe sind sehr intelligente und interessante Tiere. Im Sommer verbringen sie den ganzen Tag auf der Weide und fressen Gras. Es gibt auch ein Haus für die Kühe. Dieses Haus nennt man Stall. Dort schlafen sie und verbringen den Winter. Text 4. Auf dem Bauernhof leben auch Schweine. Schweine sind sehr sympathische und kluge Tiere. Sie leben oft im Stall, aber auch manchmal auf der Weide. Das hängt vom Bauernhof ab. Es ist besser für die Schweine, wenn sie auf der Weide leben. Aber um Geld zu sparen, leben viele Schweine in einem engen Stall. Wir essen das Fleisch von den Schweinen. In anderen Kulturen isst man das Fleisch nicht. Moslems zum Beispiel essen kein Schweinefleisch. Wir malen Schweine immer rosa. Aber es gibt auch Schweine, die schwarz oder weiß sind oder die Flecken haben. Das ist ganz unterschiedlich. Schweine gibt es auf vielen Bauernhöfen. Sie sind sehr nützliche Tiere.
Es gibt auch Leute, die Schweine als Haustiere halten. Kennst du jemanden, der ein Schwein als Haustier hat? Wie findest du Schweine? Text 5. Auf dem Bauernhof hat es früher sehr viele Pferde gegeben. Vor der Erfindung des Traktors hat man Pferde gebraucht, um die schweren Maschinen zu ziehen. Pferde sind sehr stark und haben viel Kraft. Sie sind stärker als Kühe und sie sind auch stärker als Esel. Darum haben sie viel gearbeitet. Pferde sind sehr schöne und sehr intelligente Tiere. Es gibt sie in verschiedenen Farben und verschiedenen Größen. Wir essen sie normalerweise nicht. Aber es gibt Länder, in denen man Pferdefleisch isst. Das ist eine Frage der Kultur. Pferde sind tolle Tiere. Heute benutzt man Pferde für den Sport. Die Leute veranstalten Pferderennen und andere Wettbewerbe. Ein Pferd zu haben, ist sehr teuer. Es ist eher ein Hobby für reiche Leute. Man braucht viel Zeit, einen Stall, Geld für das Futter und für den Tierarzt. Ein Pferd frisst sicher viel, meinst du nicht? Ein Pferd frisst Gras oder Heu und auch gerne mal einen Apfel. Magst du Pferde? Ich mag Pferde. Pferde sind faszinierend und wunderschön.